Wussten Sie von den 130.000 Dollar für Stormy Daniels? Nein. Wissen Sie, woher Ihr Anwalt das Geld für die Zahlung hatte? Nein, ich weiß es nicht. Dieser Dialog mit einer Reporterin an Bord der Air Force One Anfang April könnte US-Präsident Donald Trump noch zum Verhängnis werden. Trumps früherer Anwalt Michael Cohen hatte die 130.000 Dollar als Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt. Laut Trumps neuem Anwalt Rudy Giuliani erstattete der US-Präsident Cohen sehr wohl diesen Betrag über mehrere Monate hinweg. Die Zahlung ist deshalb brisant, weil sie als eine illegale Wahlkampfspende gewertet werden könnte. Giuliani bestreitet das. Trump habe zudem von der Zahlung womöglich gar nichts gewusst. Daniels, die mit wahrem Namen Stephanie Clifford heißt, gibt an, 2006 Sex mit Trump gehabt zu haben. Die 130.000 Dollar erhielt sie kurz vor der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 als Schweigegeld.